So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu Decalco, Let's Draw. Das Spiel ist unter anderem von Roberto Fraga, der hat ja zum Beispiel auch Captain Sonar gemacht, also schon mal jemand, der weiß, wie man gute Spiele macht. Und das ist mal wieder so ein Malspiel für alle Leute, die nicht malen können. Wir müssen einfach nur nachmalen. Es gibt hier so, ich glaube, 100 doppelseitig bedruckte Motivkarten. Jeder Spieler nimmt sich so ein Teil hier, so ein Stift und so ein Schwamm. Und jetzt geht das Spiel im Prinzip ganz einfach. Wir nehmen so eine Karte, drehen sie dann, oder ne, könnt ihr auch einfach so rum reinstecken. Dann ne, zählen wir runter. 3, 2, 1. Und jetzt malen wir einfach die Formen nach, die da zu sehen sind. Und die anderen Spieler müssen dann quasi versuchen zu erraten, was sie da sehen. Ich mache das jetzt einfach mal im Schnelldurchgang. Und wenn ich dann denke, dass ich fertig bin, dann nehme ich hier einfach das oberste Teil, schiebe es hier rein. Das ist auch gleichzeitig das, was am meisten Punkte wert ist. Und jetzt sieht man hier nur noch das, was ich nachgemalt habe. Sobald dann alle fertig sind, guckt man, wer ist der mit der höchsten Zahl? Das bin ich. Und dann drehe ich das so um, dass es alle Spieler sehen können. Jeder darf einmal raten. Und wer es quasi zuerst richtig rät, der bekommt das Bild, bekommt dafür 2 Punkte. Wenn ich richtig erraten will, darf ich auch dieses Teil, was ich mir genommen habe, behalten und kriege die Punkte dementsprechend. Das heißt, wir würden jetzt sagen, okay, 3, 2, 1. Und jetzt müsst ihr halt raten, was male ich da. Wer jetzt zuerst, ich hoffe, man sieht es überhaupt, ja, das kann man auf jeden Fall sehen, Walkie-Talkie gerufen hat, der würde dann quasi dieses Bild bekommen. Ich dürfte das Teil hier bekommen und jedes Bild, das ich halt habe, ist 2 Punkte wert. Dann würde ich das hier eben wieder hier wegmachen. Dann würde man hier die Punkte eintragen. Wir spielen 5 Runden. Wer nach die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und das heißt, jetzt könnte man wieder das Teil hier zum Beispiel nehmen, das versuchen nachzumalen. Wichtig ist, man darf nichts dazu malen. Man darf nur Linien nehmen, die schon im Bild drin sind. Wie gesagt, da hat man dann 100 Karten, sprich 200 Motive insgesamt. Ich würde halt auch immer Karten, die ich habe, in so einen extra großen Zipbeutel tun, auch vielleicht richtig umorientiert, dass man da nicht auch immer die gleichen hat. Weil natürlich, wenn ich das Spiel ganz, ganz oft spiele, irgendwann kenne ich die Motive und die, ich zeige die jetzt auch einfach nicht, weil vielleicht wollt ihr es ja noch spielen. Aber erfahrungsgemäß, das Problem haben viele, viele Party-Kreativ-Wissensspiele, aber die spielt man dann am Anfang meistens ganz oft. In der Regel sind das dann Spiele, die kommen Weihnachten, in der Herbst-Winterzeit relativ oft auf dem Tisch, heißt aber auch nur so, einmal die Woche, alle 3 Wochen, einmal im Quartal. Und dann ist es auch eher so, man spielt das, spielt 5 Durchgänge, holt dann das nächste Partyspiel raus, das nächste. Und dann spielt man das vielleicht 3 Wochen später nochmal. Sprich, so super schnell nutzen die sich nicht ab, außer es ist so das absolute Lieblingsspiel in eurer Familie mit euren Kids und die wollen das nur spielen. Dann kennt ihr es natürlich irgendwann auswendig, aber dann ist es halt auch noch wieder anspruchsvoll, dass man halt der Erste ist, der sofort das ruft, was da zu sehen ist. Und das ist dann auch schon das ganze Spiel. Also es gibt ja oft Spiele, die damit werben, dass sie eben Malspiele sind für Leute, die nicht malen können. Das ist hier tatsächlich wirklich so, weil ich nur abmalen muss. Und ich muss mich halt auch entscheiden. Das sind jetzt auch relativ einfache Bilder. Es gab auch so ein Bild von einer Achterbahn, das super viele Details hat. Wie lange male ich? Wann denke ich, das wird nachher erraten? Und wann nehme ich mir halt das Teil, um mehr Punkte zu bekommen? Weil es eben auch nicht so massig viele Punkte gibt, kann es da am Ende schon drauf ankommen. Und ja, das war einmal Decalco. Ich hoffe, das war informativ und hilfreich für euch. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Das war's von mir. Bis bald und tschüss!